Für eine Kurzintervention hat sich der Abgeordnete Lichert von der AfD-Fraktion gemeldet. Danke sehr, Frau Präsidentin. Widerliche Wissenschaftsfeindlichkeit. Vielleicht war das nicht der O-Ton, ich paraphrasiere. Meine Damen und Herren, das ist doch genau der Punkt. Sie machen es sich zu einfach. Sie möchten einen Wissenschafts-TÜV betreiben. Sie möchten als Politik sich die Wissenschaft aussuchen, die Ihnen in den Kram passt. Und so geht es nicht. Ex ante ist immer ununterscheidbar, wer im Prinzip als Wissenschaftler die Wahrheit sagt. Das ist ja das Wesen dessen, was auch von fast allen referiert wurde. Wissenschaft muss ein offener Prozess sein. So, und wenn es irgendwie eine Abkürzung da gibt, wie zum Beispiel beim Impfstoff, warum gibt es denn das normale Zulassungsverfahren, was, wie wir schon gehört haben, 13 Jahre dauert? Wieso haben wir denn dann eigentlich das Vorsorgeprinzip? Das scheint ja doch dann völlig überholt zu sein. Die USA zum Beispiel haben dieses Prinzip nicht. Dafür haben sie ein extrem strenges Haftungsrecht. Und das sorgt dafür, dass die Unternehmen und vor allen Dingen die verantwortlichen Manager allerhöchstes Interesse daran haben, dass ihre Produkte sicher sind. Und genau dieses Prinzip, dass Haftung und Profit zusammengehören, wird ausgerechnet bei diesem wichtigen Thema aufgehoben. Und deswegen habe ich den Minister, dem ich sogar wirklich abkaufe, dass er hier ehrlich um Aufklärung bemüht ist. Ja, genau deswegen habe ich ihm die Frage gestellt. Hält er es denn für plausibel, dass auch nur ein Unternehmen mit ihrem Impfstoff an den Markt gehen würde, wenn es diese Haftungsfreistellung nicht gäbe? Ja, hier, das ist das, was wir hier im Land erzählt haben. Leute, ihr habt doch gehört, was die EU gemacht hat. Wollen Sie das jetzt leugnen, dass die EU diese Haftungsfreistellung gibt? Wollen Sie das leugnen? Also das ist wirklich hier wieder einmal sehr speziell. Sie versuchen uns jetzt hier wieder irgendwelche Unwahrheiten zu unterstellen und unterschlagen komplett, was auf anderen, natürlich nicht den hessischen Ebenen, da adressiert wird. Herr Abgeordneter Lichert, die Redezeit ist rum. Punkt ist gesetzt, aber widerliche Wissenschaftsfeindlichkeit müssen wir uns nicht vorhalten lassen. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Lichert. Herr Abgeordneter Hofmeister, 2 Minuten zur Erwiderung. Vielen Dank, Frau Präsidentin. 2 Minuten werde ich sicherlich nicht brauchen. Herr Kollege Lichert, Sie haben gerade in Ihrem Beitrag wieder einmal gezeigt, Sie hören immer nur das, was Sie hören wollen, deuten dann um und verbreiten dann wiederum Fake News. Nichts anderes machen Sie. Das ist die einzige Methode, mit der Sie hier Politik betreiben. Es hat hier niemand geleugnet oder behauptet, Impfstoffe wären nicht mit gewissen Risiken behaftet. Das habe ich gerade zu Beginn meiner Rede gesagt. Ich habe aber auch gesagt, dass wir ein Grundvertrauen in Wissenschaft brauchen und Sie aber mit Ihren Einlassungen und denen Ihrer Parteifreunde und was Sie noch so bei sich da in dem Gemenge haben, dafür sorgen, dass Wissenschaftsfeindlichkeit in der Gesellschaft entsteht, weil eben nicht ganz sachlich, nüchtern auf Grundlage von Untersuchungen gesagt wird, ja, das ist wohl der bessere Weg, den wir hier gehen können. Nein, Sie streuen Zweifel, Sie streuen Unsicherheiten. Und das ist die Methode, mit der Sie Politik betreiben. Und das habe ich an dieser Stelle kritisiert. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Hofmeister. Als nächstes hat sich die Abgeordnete und Fraktionsvorsitzende der Fraktion Die Linken, Frau Wissler, zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ja, in der Tat, die Wissenschaft ist massiven Angriffen von rechts außen ausgesetzt. Das haben wir ja auch gerade wieder erlebt. Und im Moment ganz besonders werden Virologinnen und Virologen, werden Mediziner angefeindet, bedroht und beleidigt, weil sie ihre Erkenntnisse öffentlich machen, weil sie vor dem Virus warnen. Die Gefährlichkeit des Coronavirus wird geleugnet. Das haben Sie ja gerade wieder gemacht, Herr Lichert. Als stolzes Mitglied der Identitären Bewegung darf man Sie ja dank der Klage Ihres Parteikollegen jetzt mittlerweile auch öffentlich so nennen. Und da fragt man sich schon, das ist jetzt die 2. Debatte hintereinander, was wollen Sie denn eigentlich? Sie wollen keine Masken,
Sie weigern sich, im Landtag Masken zu tragen und klagen gegen die Maskenpflicht. Ich habe das schon einmal gesagt, weil Sie Angst vor Herpes und vor posttraumatischen Belastungsstörungen haben. Deswegen klagen Sie beim Staatsgerichtshof gegen die Masken. Ja, Sie wollen keine Impfung. Also, Sie demonstrieren in Berlin ohne Maske und ohne Abstand mit Corona-Leugnern. Sie machen ja nicht einen Vorschlag, was Sie hier eigentlich wollen. Und deswegen ist es auch so schwierig, sich mit Ihnen auseinanderzusetzen, meine Damen und Herren. Und das in einer Situation, in der, und ich will das noch einmal sagen, 19.000 Menschen mittlerweile in Deutschland an dem Virus gestorben sind. Und weltweit diese Pandemie weiter um sich greift. Wir haben eine Situation, wo die Intensivstationen sich füllen, wo die Krankenhäuser sich füllen, wo die Beschäftigten an ihre Belastungsgrenzen gehen, wo Ärzte und Krankenpflegerinnen und Pfleger an die Belastungsgrenze gehen, um die Patienten irgendwie zu versorgen. Und deshalb bedeutet, nein, aber es bedeutet, solidarisch zu sein mit den Menschen, die unter Einsatz ihrer eigenen Gesundheit an vorderster Front dieses Virus bekämpfen. Das Mindeste, was man an Solidarität denen zeigen kann, ist, das Virus nicht zu verharmlosen, Masken zu tragen, Abstände einzuhalten und sich nicht derartig rücksichtslos zu verhalten, wie Rechtsaußen das hier macht. Und das sind doch die Bilder gewesen, auch von den Querdenken-Demonstrationen. Keine Abstände, keine Masken und dazu noch Holocaust-Relativierungen und Vergleiche mit Sophie Scholl und Anne Frank. Und das zeigt doch auch, welche Gesinnung einige und viele bei dieser Bewegung haben. Und ich muss sagen, ihrem ganzen Verständnis und diesen ganzen Angriffen von rechts auch ein völlig falsches Wissenschaftsverständnis, das dem zugrunde liegt. Da muss man im Übrigen auch sagen, da hat auch die Bild-Zeitung in Teilen dazu beigetragen in den letzten Monaten. Ja, dass es so dargestellt wurde, als würden Virologinnen und Virologen ja jeden Tag ihre Meinung ändern, ja, und dauernd neue Empfehlungen geben. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ändern nicht einfach ihre Meinung, sondern was sich ändert, sind die Erkenntnisse. Wir hatten das mit einem völlig neuen Virus zu tun. Und natürlich muss man da forschen. Was ist denn bei der Frage Ansteckungsrisiko von Kindern? Das wusste man im Februar und im März nicht. Und was ist bei der Frage der Übertragungswege? All das sind Dinge, die erforscht werden müssen. Und deswegen stellen Wissenschaftler Hypothesen auf, die sich bestätigen oder als falsch herausstellen. Und deshalb sind die Angriffe einfach ein völlig falsches Wissenschaftsverständnis zugrunde. Und ich will nur sagen, es sind auch nicht nur die Virologinnen und Virologen, die solchen Angriffen ausgesetzt sind. Es sind auch die Klimaforscherinnen und Forscher. Es ist auch die Geschlechterforschung, die ja hier regelmäßig in diesem Haus von rechts verächtlich gemacht wird. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn Sie über Kultur und Wissenschaft reden, da läuft mir mal kalt den Rücken runter, ja, weil Sie ein totalitäres, antidemokratisches Weltbild haben. Sie wollen alles kürzen und streichen, was nicht Ihrem Weltbild entspricht. Der Grund ist natürlich, dass Ihr krudes Weltbild ja Realität und wissenschaftlichen Fakten keinen Stand hält. Und deswegen möchten Sie es möglich gar nicht, dass Sie erst erhoben werden. Und deshalb finde ich es wichtig, dass wir das in aller Deutlichkeit zurückweisen. Ich will mich jetzt aber auch nicht weiter mit der AfD auseinanderzusetzen, weil es gilt immer noch der Satz, mit Rechten zu diskutieren, ist wie mit einer Taube Schach zu spielen. Man kann sich Mühe geben, so viel man will. Am Ende wirft die Taube die Figuren um, kackt aufs Schachbrett und stolziert herum, als hätte sie gewonnen. Ungefähr so sind Diskussionen mit Ihnen, meine Damen und Herren. Die massiven Angriffe gegen die Wissenschaft müssen wir zurückweisen. Und ich finde, das ist die Aufgabe aller Demokratinnen und Demokraten. Ich will aber auch, und explizit das nicht auf die gleiche Stufe zu stellen, aber ich will auch darauf hinweisen, wo andere Gefahren auch liegen für Entwicklungen bei Wissenschaft und Forschung, wo Forschung erschwert wird und Forschern das Leben unnötig schwer gemacht wird. Bundesweit und auch in Hessen ist die Hochschulfinanzierung, speziell die Forschungsfinanzierung, zunehmend abhängig von Drittmitteln. Und das ist ein Problem, weil es natürlich die Freiheit von Forschung gefährdet. Entweder ganz direkt, weil in dem Fall, wenn Industrieunternehmen Forschung finanzieren, dann erwarten sie natürlich eine Anwendung dabei. Ja, sie erwarten ein Produkt, sie erwarten ein Ergebnis. Und natürlich gefährdet das auch die Freiheit von Forschung, wenn die Hochschulen immer mehr Auftragsforschung machen für Unternehmen. Und die meisten Drittmittel stammen ja nicht aus der Industrie, sondern stammen auch aus öffentlichen Mitteln.
weil auch Bundes- und Landesmittel zunehmend als Drittmittel vergeben werden, also in Hessen ja zum Beispiel über das LOEWE-Programm. Und auch das ist ein Problem, weil das einfach eine unglaubliche Kurzfristigkeit bedeutet. Weil wir Forscherinnen und Forschern zumuten, dass sie alle paar Monate aufwendigste Antragsverfahren durchlaufen müssen. Und die Zeit fehlt ihnen, um Wissenschaft wirklich voranzutreiben, weil sie immer wieder gucken müssen, wie sie Gelder reinholen fürs nächste Projekt, um ihren Job überhaupt noch weitermachen zu können. Und da sehe ich eine Gefahr beim Thema Wissenschaft und Forschung, dass wir diese Verdrittmittelung haben. Und das ist eine schleichende Gefährdung der Freiheit von Forschung und Wissenschaft. Aber darüber gehen uns auch ganz viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verloren, ja, die sich von einem Drittmittelprojekt zum nächsten hangeln, von einem befristeten Vertrag zum nächsten und einfach keine Perspektive für sich sehen. Das ist eine Gefahr. Und ich finde, auch die muss man hier ansprechen, wenn wir eine Debatte führen über Wissenschaft. Wissenschaft muss die Möglichkeit haben, und Forschung zu scheitern. Ja, es ist nicht so, dass man, etwas kofinanziert und dann muss da oder das rauskommen. Ja, überlegen Sie sich, wie ist das Penicillin erfunden worden? Das Penicillin ist so erfunden worden, dass man eine Petrischale wochenlang im Labor vergessen hat, dann hat sich Schimmel gebildet und irgendwann hat man draufgeschaut und hat daraus Penicillin, es war vermutlich etwas komplexer, aber so kurz zusammengefasst. Auf jeden Fall lag monatelang die Petrischale, ist einfach quasi vergessen worden und der gleiche Wissenschaftler hat daran weitergearbeitet. Heute hätten wir die Situation, dass vermutlich der zuständige Mitarbeiter längst ein neues Drittmittelprojekt gehabt hätte und es gar nicht mehr hätte weiterführen können. Ja? Also deswegen, Forschung braucht Zeit, um eben auch vielleicht das eine zu erforschen und etwas ganz anderes zu finden, nach dem einen zu suchen und auf etwas ganz anderes zu stoßen. Und da sehe ich eine große Gefahr durch diese Finanzierung, die wir jetzt haben. Herr Büger, ich will nur zu Ihrem Beitrag etwas sagen. Forschung und Wissenschaft müssen frei sein, aber sie sind nicht frei von Verantwortung. Und sie stehen auch nicht außerhalb von Gesellschaft. Und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler diskutieren natürlich, wie Forschung auch zum Beispiel in den Dienst von Frieden, von Umweltschutz, von friedlichem Zusammenleben gestellt werden können. Sie haben die Zivilklausel angesprochen, die im Übrigen in demokratischen Abstimmungen an den Hochschulen, ja, im Rahmen auch der studentischen und der akademischen Selbstverwaltung erfolgt sind. Und ich finde es absolut legitim, wenn Hochschulen sagen, wir sind dem Frieden verpflichtet. Und wir wollen Dinge entwickeln, die die Menschen nutzen und nicht Waffensysteme entwickeln, die dazu geeignet sind, Menschenleben auszulöschen. Ja, das ist vollkommen legitim, dass Hochschulen das machen. Und die Frage müssen wir auch in anderen Bereichen stellen. Auch im Bereich der Gentechnik. Da kann es einfach Entwicklungen geben, die für den Menschen am Ende nicht mehr kontrollierbar sind, die sich verselbstständigen. Ja, und deswegen ist auch Wissenschaft auch immer eine Debatte über die Ethik dabei und über die gesellschaftliche Dimension, weil Wissenschaft findet nicht einfach in einem leeren Raum, findet nicht einfach im leeren Raum statt. Und ich empfehle da nochmal die Lektüre von Dürrenmatt, die Physiker, wo ja genau dieses, also Sie kennen das sicher, Herr Büger, dieses Dilemma ja auch so beschrieben ist, ja, dass Wissenschaftler in dem Fall Angst haben vor den eigenen Erkenntnissen und Angst haben vor dem, was mit ihren Erkenntnissen gemacht wird. Gut, ein letztes noch. Sie loben in Ihrem Antrag die Unikliniken und die Forschung, die jetzt sich im Pandemienetzwerk zusammengeschlossen hat. Das fördern Sie auch. Das ist alles richtig und sinnvoll. Ich finde den Hinweis von Kollegin Sommer richtig, dass man das auch interdisziplinär denken muss. Also auch, was sind die psychosozialen Folgen, was sind die gesellschaftlichen Fragen auch in diesem Zusammenhang. Aber ich will in dem Zusammenhang schon noch einmal hinweisen auf die bundesweite Unterfinanzierung der Universitätskliniken. Und das zeigt sich bei Corona ganz besonders, dass die Universitätskliniken die Aufgabe haben, zu forschen, Lehre und Weiterbildung, aber eben auch die Krankenversorgung. Sie sind Häuser der Maximalversorgung. Das heißt, sie können nicht einfach mal eine Abteilung schließen. Sie bekommen die schwierigsten Fälle und die seltensten Fälle. Und das wird über die Fallpauschalen überhaupt nicht abgegolten. Die Hochschulmedizin ist bundesweit unterfinanziert. Es wird damit gerechnet, dass wegen Corona jede Uniklinik einen zweistelligen Millionenbetrag an Minus macht. Das muss den Unikliniken ausgeglichen werden, damit sie ihre wichtige Arbeit eben auch weitermachen können. Und ein allerletztes noch, Frau Präsidentin, dann komme ich auch zum Schluss. Wir haben jetzt viel über das Lob gehört, aber die Folge ist eben auch, dass das Personal überlastet ist. Und da muss ich schon sagen, dass wenn jetzt die Uniklinik Frankfurt, die ja nur eine Einrichtung des Landes ist, jetzt gerade gegen den Personalratsvorsitzenden vor Gericht zieht und ihn abmahnt, weil er gemeinsam mit 300 Mitarbeitern öffentlich die schwierige Situation beklagt hat und gesagt hat, es gibt zu wenig Tests. Ja, also da würde ich mir schon, also das ist, finde ich, ein ziemlich fatales Signal, gerade in dieser Corona-Zeit, dass man einen Personalrat
in dieser Situation abmahnt und mit ihm sich vor Gericht streitet, weil er die Missstände beklagt. Und deshalb, wir müssen Wissenschaft, Freiheit verteidigen, wir müssen Wissenschaft unterstützen. Und am allerbesten ist es auch, wenn wir wissenschaftliche Erkenntnisse politisch umsetzen. Das gilt z.B. beim Thema Klimaschutz, aber eben auch bei der Bekämpfung der Pandemie. Vielen Dank. Für die Landesregierung erteile ich nun Frau Ministerin Dorn das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Kennen Sie Ignaz Semmelweis? Das war ein Arzt im 19. Jahrhundert. Damals starben viele Mütter nach der Entbindung am Kindbettfieber. Semmelweis hatte eine ganz unerhörte Idee. Er meinte, es könnte ja helfen, wenn Ärzte und Krankenschwestern ihre Hände häufiger wüschen. Er wurde aber damals dafür keineswegs gefeiert. Spekulativer Unfug hieß es, Zeitverschwendung. Semmelweis wurde depressiv. Er kam in die Landesirrenanstalt und starb mit nur 47 Jahren unter ungeklärten Umständen. Erst ein halbes Jahrhundert später bestätigten andere Mediziner seine Thesen und erfanden die Krankenhaushygiene. Warum erzähle ich das? Weil dies zeigt, wie gefährlich es sein kann, wenn wissenschaftliche Erkenntnisse abgelehnt werden. Wir haben das Mittelalter mit Hunger, mit Pest, mit Hexenverfolgung hinter uns gelassen, weil wir gelernt haben, auf die Wissenschaft zu hören, Herr Kollege. Wir können weltweit Informationen abrufen, ins Weltall fliegen, Armut verringern, Krankheiten bekämpfen, weil wir Wissenschaft betreiben. Wir leben so gut, wie wir leben, weil wir in einer Wissensgesellschaft leben und weil die Herausforderungen der Zukunft so komplex sind. Nehmen wir die Klimakrise, den digitalen Wandel, alle aktuellen Bewältigungen. Und da ist es ausdrücklich richtig, über die Wege zu streiten, wie wir diese Krisen bewältigen und politisch in den Diskurs zu gehen. Und da unterscheidet sich die Wissenschaft und die Politik. Aber was ist brandgefährlich? Brandgefährlich ist es, wenn die Diskussionen auf Basis von Glauben, von Halbwissen, von Propaganda und von Lügen stattfinden. Und dem müssen wir uns verwehren. Die Väter und Mütter des Grundgesetzes haben uns eine wehrhafte Demokratie gestaltet aus sehr schmerzlichen Erinnerungen. Und wir sind mittlerweile aus meiner Ansicht so weit, dass wir die Wissensgesellschaft verteidigen müssen. Erinnern wir uns an den Beginn der Corona-Pandemie. Ein Lungenarzt, er hatte nie wissenschaftlich gearbeitet, hat die Zweifel an der Gefährlichkeit des Virus gesät. Inzwischen hat sich aus solch verzerrten Darstellungen, aus dem Verdruss vieler Menschen über die Einschränkungen in der Pandemie, eine gefährliche Mischung entwickelt. Bei Demos selbsternannter Querdenker werden Reichskriegsflaggen geschwenkt, Andersdenkende und Journalisten attackiert, die Demokratie infrage gestellt. Ich habe zum Glück nicht verstanden, was Sie gehört haben. Die Herrschaften, ich glaube, Sie haben an einer Stelle einiges nicht verstanden, Herr Kollege Büger. Herr Kollege Büger, Entschuldigung, wie konnte ich das sagen? Herr Kollege Grobe, aber ich frage Sie mal ganz direkt und insbesondere den Abgeordneten Scholz. Sie haben sich im November dazugemischt, und zwar ohne Maske. Sie sitzen hier im Ausschuss für Wissenschaft mit bürgerlichem Deckmantel. Auf der Straße legen Sie diesen ab. Da zersetzen Sie das Vertrauen in die Wissenschaft und das Vertrauen in die Demokratie. Und ich frage Sie, warum sitzen Sie eigentlich in diesem Ausschuss und in diesem Landtag? Aber die Bevölkerung durchschaut ja langsam, Gott sei Dank, ihr Spiel. Die Umfragen zeigen es ganz deutlich. Und jetzt nehmen wir mal ein ganz aktuelles Beispiel, die Impfung gegen den Coronavirus. Hier heißt es, für die Politik, für die Gesellschaft, für die Wissenschaft verantwortlich zu handeln. Und es liegt in unserer Verantwortung, unserer gemeinsamen, die Notfallzulassung transparent und verständlich darzustellen. Ja, entscheiden muss jeder und jedes selbst. Aber wer durch Propaganda Angst vor einer Impfung verbreitet, wer weglässt, dass die Frage der Wirksamkeit und der Nebenwirkungen an mehreren 10.000 Personen getestet worden ist, der gefährdet den Impferfolg
und verlängert die Pandemie. Und deswegen ist die Frage, wie Sie dazu stehen, eine ganz relevante. Und jetzt haben Sie, Herr Kollege Lichert, mehrfach diese Frage der Haftung angesprochen. Jetzt haben Sie sozusagen scheibchenweise gesagt, es geht ja um die EU. Nein, auch von Seiten der EU ist die Haftung nicht komplett abgenommen. Ja, was stimmt ist, dass bestimmte Risiken der Konzerne finanziell abgedeckt werden, nämlich in der Frage der Sicherstellung, dass es früh auf den Markt kommt. Aber was ist denn nicht darunter, Herr Kollege Lichert? Und wenn Sie immer wieder diese Informationen weglassen, dann ist es nämlich Halbwissen und Propaganda. Die Haftung gemäß den EU-Produkthaftungsvorschriften, die bleiben bei dem Unternehmen. Also sagen Sie doch hier die Wahrheit und verdrehen Sie die nicht ständig. Und deswegen bin ich meiner Fraktion außerordentlich dankbar, dass sie diesen Setzpunkt gebracht hat. Denn Angstmacherei, Manipulation und Lügen, die schwächen unser aller Immunsystem. Und das ist die Stärke unserer Demokratie. Und der beste Impfstoff dagegen ist Wissen gegen die Pandemie und am Ende für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und ich glaube, dass diese Debatte um Corona eines im Moment ganz deutlich zeigt. Die Welt braucht klare Fakten. Klare Fakten, aber verständlich erklärt. Und die Gesellschaft muss mehr verstehen, wie Wissenschaft funktioniert. Wir müssen immer wieder darauf hinweisen, dass es eben um Versuch und um Irrtum geht und dass bei komplexen Zusammenhängen es nicht geht, dass man einfach Vorhersagen macht, die linear sind, die ganz klar absolut gültig sind. Und weil die Corona-Pandemie so vieles beschleunigt hat und auch die Wissenschaftskommunikation, ist es wichtig, dass wir uns hier mal darüber unterhalten, welche Potenziale das hat, aber auch welche Risiken. Die Potenziale. Ich hätte bei einer Wette definitiv dagegen gewettet, dass es mal erreicht wird, als ein Podcast von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern auf dem Ranking der Top 3 aller Charts kommt. Und wer sind diese beiden Wissenschaftler? Herr Professor Drosten und unsere hessische Virologin, Frau Professorin Ziesek. Auch das Vertrauen in die Wissenschaft ist Gott sei Dank seit dieser Pandemie gestiegen. Warum ist das so? Weil die Menschen spüren, dass die Wissenschaft für sie im Moment wichtig, sehr sogar überlebenswichtig ist. Wissenschaftskommunikation ist auf dem Vormarsch. Das sehen wir bei den Bürgerunis, bei den Science Slams. Ich erlebe das bei meiner Stunde der Wahrheit, wo die Leute danach kommen und sagen, Dankeschön, das sind echt spannende Formate, dass wir am Stammtisch wirklich direkt in den Austausch kommen können. Da ist einiges in Bewegung. Aber wir haben auch deutliche Risiken. Die Erwartung an die Wissenschaft über ihre Vermittlungsfähigkeit, die ist enorm gestiegen. Und die Arbeit für eine solche Wissenschaftskommunikation, unterhalten Sie sich mal mit Frau Professorin Ziesek, die ist enorm. Und noch ist es im Wissenschaftssystem übrigens gar nicht ausgemacht, ob das am Ende ein Profit für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist. Im Gegenteil, es besteht immer die Möglichkeit und das Risiko eines Reputationsverlustes. Hier müssen wir im Wissenschaftsrat gemeinsam nach Lösungen suchen. Und wir haben auch kurzfristig uns entschlossen, dem Pandemienetzwerk für die Frage Wissenschaftskommunikation und die vielen Anfragen der Medien zusätzlich Gelder zur Verfügung zu stellen, damit auch diese Belastung abgemildert werden kann, zusätzlich zu diesen 4 Millionen. Und was ich ganz wichtig finde in diesem Haus, dass wir es gemeinsam deutlich machen, mindestens von Seiten der demokratischen Parteien. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die in der Öffentlichkeit ihre Arbeit vertreten, die sich die Mühe machen, so stark in die Öffentlichkeit zu gehen, wenn die Opfer von Hass, von Drohungen, ja sogar Morddrohungen werden, dann müssen wir uns hinter die stellen. Und dann müssen wir auch ganz klar sagen, Wissenschaft macht Beratung. Die Politik trifft die Entscheidungen, die ist bei uns. Und insofern wäre es mir sehr wichtig, dass aus diesem Haus auch dieses Signal ausgeht, dass wir hinter den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern stehen. Wir schauen gerade alle auf die führenden Virologen in Deutschland, auf die in Hessen. Und ich glaube, mindestens ich bin stolz, aber ich glaube wahrscheinlich sehr viele in diesem Raum, welche hohe, besondere Kompetenz unsere medizinführenden Universitäten in Marburg, in Gießen und Frankfurt haben, sowohl bei der Erforschung des SARS-CoV-2-Virus als auch bei der Erkrankung COVID-19. Und ich möchte das an dieser Stelle auch ganz persönlich sagen. Dankeschön. Danke an Frau Professorin Ziesek. Danke an Herrn Professor Becker und Herrn Professor Zibur. An die ganzen Teams und an Herrn Professor Grab als Leiter des hessischen Covid-Planungsstabes. Ihr Einsatz für unser Land ist außergewöhnlich und Ihr Erfolg ist alles andere als selbstverständlich. Ich möchte mich auch bei meinem Kollegen Kai Klose bedanken, weil das ist auch nicht selbstverständlich. Tag für Tag, Nacht für Nacht ist er gerade mit diesen Personen im Daueraustausch. Und die Empfehlungen, die wir hier haben,
für die Corona-Pandemie müssen umgesetzt werden, tagtäglich in Politik, tagtäglich in der schwierigen Abwägung. Und dass wir hier in Hessen so vorankommen, haben wir auch maßgeblich genau dieser guten Kommunikation zu verdanken. Frau Kollegin Sommer hat zu Recht darauf hingewiesen, es muss interdisziplinär sein. Ja, das ist es auch jetzt übrigens schon. Und wir haben über EFRE und weitere Sondermittel durchaus auch andere Bereiche gestärkt. Sie hatten entsprechend die Aerosolforschung angesprochen. Gerade da haben wir eine Studie im Moment auf den Weg gebracht. Das heißt, es ist nicht nur die Virologie, und es ist richtig, es gesamtgesellschaftlich zu sehen. Was mir wichtig ist zu sagen, ist, noch vor wenigen Jahren war die Virologie gar nicht das Topthema. Im Gegenteil. Warum sind wir eigentlich bei den Standorten wie in Frankfurt, aber auch in Bonn und Berlin so schnell auf den Weg gekommen? Wie ist es so schnell gelungen, entsprechend Laborarbeit an Coronaviren aufzunehmen? Weil Herr Professor Drosten an diesen Standorten war, weil man technisch und personell aufgerüstet hatte und weil, obwohl keine Aufmerksamkeit auf diesen Bereichen lag, man das erhalten hat und weiter daran geforscht hat. Und es gab nur wenig Aufmerksamkeit darauf. Warum haben wir in Marburg das BSL-4-Sicherheitslabor? Weil es damals, 1967, den Ausbruch des Marburg-Virus gab. Seitdem wird dort mit hoher wissenschaftlicher Exzellenz an Impfstoffen gegen verschiedenste hochpathogene Viren gearbeitet. Es gab hohe Investitionen in das Sicherheitslabor von Bund und Land. Und 2018 wurde das Löwe-Zentrum DUID gegründet. 19 Millionen Euro hat das Land in die Hand genommen. Und das galt damals den Erregern von Krankheiten, die vor allem in tropischen Ländern auftreten und die sonst oft vernachlässigt werden. Jetzt in der Pandemie können die Wissenschaftlerinnen auf den dabei gewonnenen Erkenntnissen aufbauen. Und ich nenne ein letztes Beispiel. BioNTech und die Gründer Uğur Şahin und Özlem Türeci aus dem benachbarten Universitätsklinikum Mainz hatten eigentlich zum Ziel, gar nicht einen Impfstoff zu entwickeln gegen Corona, sondern gegen Krebsformen. Und weil die Methodik und die Technik so vergleichbar ist, haben Sie und Ihr Team es geschafft, kurzfristig eine Impfung gegen diesen Virus hervorzubringen. Das zeigt auch, welche enorme Innovationsfähigkeit in der Universitätsmedizin liegt. Frau Dorn, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die zwischen den Fraktionen vereinbarte Redezeit abgelaufen ist. Eines beweist das, Wissenschaft braucht einen langen Atem. Und die Politik hat die Verantwortung im Bereich der Forschung überall zu fordern, nicht nur da, wo es Trendthemen gibt, und insbesondere auch in der Breite der Universitätsmedizin, weil wir eben nicht wissen, was morgen oder übermorgen entsprechend die Herausforderungen sind. Deswegen, Frau Kollegin Wissler, da möchte ich gerne darauf eingehen, haben wir auch die Grundfinanzierung der Hochschulen so deutlich gestärkt, weil die Frage der Drittmittelabhängigkeit durchaus eine sehr relevante ist. Und ich bin vollkommen einig in der Frage der Universitätsmedizin. Hier streiten wir seit Jahren als Land Hessen gemeinsam mit anderen Bundesländern, die endlich nach vorne zu bringen. Und Herr Kollege Büger, ich frage Sie, ob Sie das Löwe-Programm sich vielleicht noch einmal anschauen wollten, weil Sie ja der Meinung sind, dass wir nur entsprechend politischer Vorgaben entsprechend fördern. Wie ist denn das Löwe? Ja, und jetzt frage ich Sie, warum Sie dann genau dieses Programm so angreifen, weil das ist unsere Forschungsförderung. Wenn Sie das selbst entwickelt haben, ist das alles höchst seltsam. Wenn es eine grüne Ministerin verantwortet, ist es plötzlich ganz falsch. Spitzenforschung wird von unabhängigen Experten und zum großen Teil völlig offener Thematik gefördert, auch in der disziplinären Zusammenarbeit. Was haben wir denn neu auf den Weg gebracht bei Löwe? Zum einen Löwe-Professuren eingerichtet, damit wir auf die Köpfe gehen. Und, das ist neu, dass wir, das hatte Frau Kollegin Wissler gesagt, bei Forschung muss man immer auch damit rechnen, dass Forschung scheitert. Und Forschungsfreiheit heißt, dass wir uns auch genau das leisten, dass Forschung nicht vornherein feststeht, ob es richtig wird oder nicht. Und hier haben wir einen neuen Baustein gesetzt, dass wir genau hier, wo es keine Gewissheit gibt, ob die Ergebnisse am Ende so kommen, wie man es sich wünscht, dass es dafür auch entsprechend Fördermittel gibt. Und wir haben Löwe noch einmal deutlich erhöht, von 59 Millionen auf 74 Millionen Euro. Und ansonsten, Herr Kollege Büger, wäre ich wirklich sehr dankbar, wenn Sie Ihre ganzen Behauptungen mal mit ein paar Belegen auch füttern würden, weil die Zitate, die Sie über mich gebracht haben, sind völlig aus der Luft gegriffen. Ich komme zum Schluss. Ich bin sehr, sehr dankbar, einer Regierungskoalition anzugehören, die in der Wissenschaft einen großen Schwerpunkt setzt, mit einem verlässlichen Hochschulpakt mit mehr als 11 Milliarden Euro, mit dem Hochschulbauprogramm Heureka mit mehr als 1,7 Milliarden Euro,
mit einem Digitalpakt für die digitale Offensive in den Hochschulen und nicht zuletzt einem Forschungsprogramm Löwe, was wir deutlich erhöhen, was auf die Köpfe der Zukunft setzt. Denn so schaffen wir den Aufbruch im Wandel. Herzlichen Dank. Es hat sich jetzt für die AfD, zweite Runde, der Dr. Grobe zu Wort gemeldet. 5 Minuten. Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Staatssekretärin Dorn, Sie sprachen gerade. Herr Dr. Grobe, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Frau Dorn Staatsministerin ist. Frau Staatsministerin Dorn, Sie sprachen gerade an, dass einige Kollegen von uns in Berlin an einer Demonstration teilgenommen haben. Ja, was ist daran schlimm? Das ist Ihr gutes Recht. Das darf nämlich jeder. Nein. Jeder hat das Recht auf Demonstration. Doch, das hat auch Frau Dorn bestritten. Zudem möchte ich noch darauf hinweisen, Sie sagte gerade, dass sie selber ein, wenn ich das richtig verstanden habe, ein Forum hat, Stunde der Wahrheit. Das ist interessant, finde ich interessant. Ich würde mich nie erdreisten, selber so etwas zu machen, weil ich habe die Wahrheit nicht gepachtet. Sie scheinen aber anscheinend die Wahrheit gepachtet zu haben. Ja, Mut zur Wahrheit. Mut zur Wahrheit, das auszusprechen. Aber eine Stunde der Wahrheit ist etwas ganz anderes. Sie geben vor, was die Wahrheit ist. Also, das ist interessant. Ich möchte mal gerne wissen, ob Kritiker auch bei Ihnen willkommen sind. Vielen Dank. Für die FDP, meine Damen und Herren, ich bitte um etwas mehr Ruhe hier in dem Saal, trotz all der Aufregung. Und als Nächstes hat sich Herr Büger von den Freien Demokraten zu Wort gemeldet. Ja. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich will doch, Frau Staatsministerin, Ihnen auch in der gebührenden Weise antworten. Also das Löwe-Programm hatte ich gar nicht erwähnt. Das Löwe-Programm habe ich gestern erwähnt. Das Löwe-Programm haben wir gemeinsam im Übrigen, Freie Demokraten, CDU, gemeinsam in unterschiedlichen Formen der Verantwortung mal hier in diesem Hause eingeführt. Zu dem stehen wir auch. Was wir nur gemerkt haben beim Löwe-Programm, dass nach 12 Jahren es nicht allein nicht ausreicht, um unsere Exzellenzinitiative vorne zu halten. Das heißt, wir brauchen noch mehr Anstrengungen an der Stelle. Das war das Einzige, was wir dort haben. Und dass man natürlich über Themen, die man setzt, sei es in so einem Programm oder in anderem, auch Politik betreiben kann, das wissen wir ja auch an dieser Stelle. Und Frau Wissler, ein Wort auch, weil Sie so schön im Thema Zivilklausel. Sie müssen halt auch eins wissen. Ich bin ja Mathematiker. Meine Frau hat ihr Diplom gemacht im Bereich der Kryptographie. Das war in den 70er Jahren verboten wegen militärischer Forschung, weil es natürlich man auch militärisch Dinge verschlüsseln kann. Heute könnte man damit oder benutzen Sie das sehr gerne in Ihren Geräten drin, wenn Sie sicher kommunizieren wollen. Also es ist notwendig, Forschung nicht zu sehr zu beschränken und nicht zu sagen, wir stimmen mal demokratisch ab, worüber eine Forscherin oder ein Forscher forschen darf. Das ist nicht unsere Art von Wissenschaftsfreiheit. Das ist Einschränkung. Das ist etwas völlig anderes an dieser Stelle. Im Übrigen, dass ihr Herrn Semmelweis an der Stelle zitiert, das freut mich sehr. Da bin ich, Herr Staatsminister, ganz bei Ihnen. Und er zeigt doch gerade eins. Das ist ein Mann, der sogar daran gescheitert ist, dass er nicht gegen die damalige Lehrmeinung, das, was damals Stand der Wissenschaft war, angekommen ist. Das zeigt es doch gerade. Und wenn Sie Thomas Kuhn kennen, den Sie sicher kennen, dann wissen Sie, dass die strukturwissenschaftliche Revolution, dass die genau anders abläuft und dass Sie gerade dort Revolutionen haben, Änderungen drin haben und Dinge, die heute wissenschaftliche Lehrmeinung sind, die vielleicht morgen entsprechend nicht mehr sind. Also wissen wir immer, dass sich Wissenschaft fortentwickelt. Und ich halte es für ganz gefährlich, ein Wort, was Sie gesagt haben. Sie sprechen hier von einer Stunde der Wahrheit. Ich glaube, das sollen Sie noch einmal überdenken. Also Wahrheit finden Sie vielleicht für den, der daran glaubt, in der Religion. Aber Wahrheit in der Wissenschaft ist immer ein bestimmter Stand. Sie hat gar nicht den Anspruch, Wirklichkeit und Wahrheit zu haben. Sie will dem nahe kommen mit Theorien, wenn Sie von vornherein sagen, ich habe eine Stunde der Wahrheit. Ich, Staatsministerin, mache die Stunde der Wahrheit. Dann haben Sie Wissenschaft nicht im Kern verstanden. Ich glaube, an der Stelle sollen Sie noch einmal über diesen entsprechenden Punkt drüber gehen. Nach Popper wissen wir doch, es geht um Falsifikation. Wir haben eine Theorie, bis sie sich als falsch herausstellt. Also lassen Sie es von einem Wissenschaftler an dieser Stelle sagen. Und natürlich, und das war ja auch genau mein Vorwurf, dass Sie sich dort, Sie haben auch wieder das Thema Klima erwähnt, die Punkte herausnehmen,
die in ein grünes Weltbild hineinpassen. Bitte sagen Sie die Punkte, die hineinpassen und die, die nicht hineinpassen. Dann, ich hatte vorhin Sachen, ich hatte ja globale Hämopathie erwähnt, kann man ja auch fragen, wie evidenzbasiert ist das? Das sind auch Dinge, wo Sie dann sagen, ach, das passt mir jetzt nicht rein, die Studie, dann habe ich da an der Stelle andere politische Vorstellungen. Ich glaube, das ist an der Stelle hochproblematisch. Und der letzte Punkt ist, wo Sie mit Blick auf die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in der aktuellen Pandemie sagen, wir müssen uns hinter die Wissenschaftler stellen. Wir entscheiden und sollen uns dahinter stellen. Das klingt so, als würden die Wissenschaftler entscheiden, wir müssen uns dahinter stellen. Nein, die liefern das, was sie wissenschaftlich liefern können, mit einer entsprechenden Unsicherheit. Und man hat rechts gesagt, das macht überhaupt nichts, dass Unsicherheit drin ist. Die ist in Wissenschaft immer drin, sonst haben Sie Wissenschaft nicht verstanden. Die ist immer drin. Und wir müssen Entscheidungen auf Basis von Unsicherheit machen. Aber das hinter Wissenschaftler stellen würde ja so klingen, als würden die entscheiden und dann sagen, wir müssen es machen und stellen uns dahinter. Nein, die liefern uns das, was sie uns aufgrund wissenschaftlicher Studien liefern können. Und wir müssen uns das daraus machen, zu dem wir verantwortlich aufgefordert sind. Und wir müssen daraus die Entscheidungen treffen. Aber die müssen wir deswegen auch hier in einem politischen Raum diskutieren. Und das passiert nach wie vor viel zu wenig. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion hat sich Herr Krumbach zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich habe immer den Eindruck, es wird zu viel in Sprechblasen geredet und zu wenig in der Sache. Ich will das mal an ein paar Sachen schreiben. Wir sind uns einig, Herr Büger, erster Satz. Politik entscheidet, Wissenschaft macht Vorschläge. Völlig einig. Zweiter Satz. Wissenschaft ist nicht unbegrenzt. Die Begrenzung der Wissenschaft ist in der Wissenschaft selber diskutiert, und sie begann an dem Tag, aus wissenschaftlichen Erkenntnissen in Japan Hunderttausende von Menschen verbrannt sind. Seitdem ist klar, dass Politik auch der Wissenschaft Grenzen setzen muss, wenn sie Menschenleben in einem großen Ausmaß gefährdet. So, auch klar. Dritter Punkt. Öffentliche Wissenschaftsförderung hat zwei Funktionen. Sie unterstützt die Grundlagen. Und sie füllt die Lücken. Auch das ist ein Punkt, den Sie unterschätzen. Wir haben viele wissenschaftliche Teile, die, weil sie ökonomisch profitabel sind, voll ausfinanziert werden. Und das Beispiel Tropenmedizin war ja kein Zufall. In der Frage Tropenmedizin werden wir in europäischen und nordamerikanischen Forschungsfragen was bezahlen müssen, weil die Länder, die es betrifft, es nicht bezahlen können und die Firmen kein Interesse daran haben, weil sie daran kein Geld verdienen können. Also Vorsicht bei der Frage, was Wissenschaftsfinanzierung ist. Und natürlich ist es, und das sage ich für jeden, jedem politischen Wertestandpunkt unbenommen, zu entscheiden, welche ergänzenden Forschungen er haben will. Auch das ist sozusagen kein Eingriff in die Wissenschaftsfreiheit, es ist ein Anschubs. Dritter Punkt, und da bin ich bei dieser Frage Ideologie. Hier tobt immer darum, ihr macht das nach Ideologien. Das ist doch völliger Unsinn. Jede politische Partei, jede politische Person hat ein Wertegerüst. Ideologie ist immer das Wertegerüst der anderen. So, jetzt gibt es aber bei Wertegerüsten den Punkt, man muss diese Wertegerüste auch begründen können. Einfach einen Glaubenssatz zu sagen, reicht nicht aus für eine Wertentscheidung. Und dort fängt die Ideologiedebatte an, weil Glaubenssätze, die sozusagen unbegründet sind, auch in ethischen Bereichen fragwürdig sind und deswegen als Ideologie bezeichnet werden. Aber im Kern geht es um Wertentscheidungen. Und natürlich unterscheiden sich Wertentscheidungen, und wir müssten unsere Wertentscheidungen mal auseinanderhalten. Vorletzter Punkt ist die Frage sozusagen, warum müssen wir denn überhaupt entscheiden? Warum kann die Wissenschaft, warum gibt es keine Expertokratie? Das ist relativ einfach. Wenn Sie einen Virologen, einen Epidemiologen, einen normalen Arzt, einen Wirtschaftswissenschaftler und einen Soziologen fragen, welche Folgen wir gerade haben und was notwendig ist, wird Ihnen auffallen, dass der Volkswissenschaftler etwas anderes sagt als der Virologe, weil er einen anderen Fokus hat. Sie können sich überschneiden, aber Sie haben nicht den gleichen Fokus. Und natürlich treffen wir Prioritätenentscheidungen. Die Entscheidung, die Kitas offen zu lassen, weil die Schädigung an den jungen Menschen möglichst begrenzt werden soll, ist eine Entscheidung gegen eine virologische Empfehlung. So, das muss man politisch aushalten. Wir treffen damit nämlich Entscheidungen über Menschenleben. Das treffen wir.
und das muss jeder sich bewusst sein. Ich finde, statt es zu verschleiern hinter irgendwie Grund, das ist eine Entscheidung, zu der müssen wir stehen, die müssen wir begründen, und wir müssen erklären, warum wir das machen. So, ich glaube. Und dann zum letzten Punkt komme ich noch zur Frage, was ist Wissenschaft? Wissenschaft ist keine Meinung, sondern Wissenschaft ist Erkenntnis, die angegriffen werden kann, widerlegt werden kann und neu formiert werden kann. Und das ist ein Prozess, der über die Zeit natürlich Folgen hat. Es beginnt damit, dass jemand eine Idee hat, die Idee mit anderen diskutiert, den Gegenargumenten widerstehen kann, und plötzlich breitet sich die Idee aus. Das führt dazu, dass in vielen Bereichen 80-90% der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sagen, das ist jetzt so. Und solange das so ist, ist das erstmal der Stand der Wissenschaft. Jeder darf eine neue Idee haben, aber er hat zwei Pflichten. Erstens, er muss es begründen können, und zweitens, er muss es begründen können, auch indem er da forscht. Was mich genervt hat in den ganzen Scheindebatten ist, dass Leute, die ihr Leben lang noch keine Untersuchung über Virologie gemacht haben, plötzlich zu Experten für Virologie. Ich rede ja auch nicht. Also Sie werden mich hier nie erleben, dass ich Ihnen erkläre, wie Sie Ihr Auto reparieren. Ich könnte das nämlich nicht. Das würde ich auch nicht annehmen. Genau. Ich könnte das nämlich nicht. Aber hier gibt es Leute, die haben sozusagen ihr Leben keine Sekunde ihrer Zeit damit verbracht, solche Fragen auch nur nachzuforschen. Tut mir leid, das hat mit Wissenschaft nichts zu tun. Das ist der Versuch, einen wissenschaftlichen Titel zu nutzen, um politische Meinungen durchzusetzen. Das ist nicht akzeptabel, und dem müssen wir widerstehen, weil das diskreditiert Wissenschaft. Wissenschaft ist Erkenntnis, die jederzeit auf dem Prüfstand steht. Was Meinung ist, ohne dass Argumente und sozusagen Forschung dahinter steht, ist keine Wissenschaft, ist bloß Meinung. Über die kann man reden, aber mehr auch nicht. Herzlichen Dank. Für Bündnis 90 Die Grünen hat sich nun Frau Eisenhardt zu Wort gemeldet. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte zuerst noch einmal etwas zur Stunde der Wahrheit sagen, weil ich es ein sehr schönes Dialogformat finde und gerne dem Eindruck, der unter dem Titel hier entstanden ist, entgegenwirken möchte. Der Titel dieser Dialogveranstaltung, für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eingeladen werden, die besonders zu kontroversen Themen forschen. Es gab zum Beispiel eine Veranstaltung zum Thema 5G, um ein Beispiel zu nennen, wo es, glaube ich, wichtig ist, in den Austausch und in den Dialog mit der Bevölkerung zu gehen, wissenschaftliche Erkenntnisse zu erklären und zu diskutieren. Und genau davon lebt, von diesem Dialog, diesem kontroversen Dialog, leben diese Diskussionsveranstaltungen, die Stunde der Wahrheit. Und es geht eben genau darum, auch ein Wissenschaftsverständnis zu vermitteln, dass es in der Wissenschaft eben keine Wahrheit, sondern eine Erkenntnis gibt. Deswegen ist es ein zugespitzter Titel, der eben genau diesen Dialog fördern soll. Und deswegen kann ich Sie auch nur einladen, wenn die Veranstaltungen auch wieder schön am Stammtisch stattfinden können, auch mal vorbeizuschauen. Zu der Frage, wie richten wir als Koalition mit der Landesregierung unsere Forschungsförderung in Hessen aus, möchte ich, Herr Büger, Sie bitten, sich Ihre Rede von gestern noch einmal anzuschauen und auch noch einmal die aktuelle Löwe-Förderung. Weil in der Frage der Entscheidung, wie entschieden wird, welche Förderung, also welche Forschung förderfähig ist, mit dem wissenschaftlichen Rat bei Löwe, hat sich nichts geändert. Und ich würde Sie auch bitten, Herr Büger, Sie haben gesagt, Frau Ministerin hätte gesagt, Fridays for Future ist Wissenschaft. Bitte belegen Sie dieses Zitat. Sehr gut. Vielleicht können wir das ja noch klären, weil es geht mit Sicherheit darum, dass Fridays for Future sich auf Wissenschaft bezieht und wir diesen Wissenschaftlerinnen, auf die sich Fridays for Future auch beziehen, auch als Politik Gehör schenken sollten. Sehr geehrte Damen und Herren, wir sind uns einig,
Wissenschaft berät, Politik entscheidet. Das habe ich wörtlich in meiner Rede so gesagt, Herr Büger, und das hat der Kollege Hofmeister gesagt, und das hat auch die Ministerin gesagt. Darüber einen Dissens zu konstruieren, dass wir als Landesregierung und die sie tragenden Koalitionen der Meinung wären, wir würden uns hinter der Wissenschaft verstecken, wenn wir politische Entscheidungen in dieser Krise treffen, diese Dissonanz herzustellen, wo sie nicht existiert, schadet der Demokratie. Lassen Sie uns gemeinsam klarstellen, so wie das alle demokratischen Fraktionen in dieser Debatte gesagt haben, die Politik entscheidet, die Wissenschaft berät. Und wir stellen uns aber hinter die Wissenschaft. Und jetzt gut zuhören, wir stellen uns gemeinsam hinter die Wissenschaft, wenn sie angegriffen wird, wenn sie Morddrohungen und Beleidigungen kommt, dann stehen wir hinter ihr. Und das ist doch eine Selbstverständlichkeit. Danke schön.